Moin Moin, herzlich willkommen bei Whisky Gold, Tomek hier. Heute habe ich euch einen Bushmill 16 Jahre mitgebracht, ja, und ich weiß gar nicht, warum ich dieses Video nicht schon früher gedreht habe. Eigentlich ist das, ja, so ein bisschen unter den Standards, ja, eine Hammerabfüllung, die mir immer sehr, sehr gut geschmeckt hat. Ich weiß noch, auf den ersten Verkostungen bei mir ging diese Flasche immer ratzfatz weg. Also jedes Mal, wenn ich die mal geholt hatte, nach dem Abend war die Flasche auch leer. Ne? Der hat eigentlich jeden sehr gut bekommen, der diese sehr süßen, schweren Whiskys mag. Ja, zu der Entwicklung von Bushmills. Ich weiß noch, ich habe damals im Angebot immer 33 Euro bezahlt für diese Flasche. Die Preise sind ins Enorme gestiegen. Ich glaube, man muss heutzutage seine 70, 80 Euro teilweise bezahlen. Womit das zusammenhängt, weiß ich nicht genau. Vielleicht wisst ihr es. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir bitte unten rein. Ich weiß nicht, ob der Portweinabsatz irgendwie total zurückgegangen ist, dass man da nicht rankommt oder ob das auch an dem Mangel an Sherryfässern liegt. Bushmills vielleicht diese Abfüllung gar nicht mehr abfüllen will. Zwischendurch kommen ja immer Chargen. Letztens stand er hier bei uns auch für 60 Euro. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, Three Woods heißt der. Amerikanische Eichenfässer werden hierfür verwendet. Dann werden Oloroso Sherryfässer verwendet und Portweinfässer. Ja, das macht ihn extrem süß und extrem schwer und dunkel. Ja, zu Bushmills selbst, eine 1608 gegründete Brennerei. Ich habe sie auch irgendwann mal vor Jahren mal besichtigt. Nicht sonderlich schön, ne? Spannend, aber nicht sonderlich hübsch. Also ich empfand es zumindest nicht so. Ja, von 2004 bis 2014 gehörte die Brennerei dem Diageo-Konzern und seit 2015 gehört sie der Brennereigruppe Casa Cuervo. Er ist gefärbt, er ist kühl gefiltert. Dies ist das Design, das 2011 rausgekommen ist, ja, in dieser eckigen Dose. Früher gab es eine runde Metalldose, glaube ich, war das sogar. Die Flasche ist wohl ja, relativ gleich geblieben. Ja, ich weiß, wie er schmeckt. Ich wollte für euch das Video noch einmal drehen und einfach mal so ein bisschen verewigen, weil das ist einfach ein Whisky, der ist astrein, da gibt es nichts zu meckern. Ne? Trotzdem freue ich mich jedes Mal, den zu trinken, obwohl schon so oft probiert. Tolles Stöffchen. So, was schreiben wir hier noch drauf? 40 Volumenprozente, habe ich erzählt. 40, nicht besonders viel. Aber tatsächlich, obwohl ich viel mehr mag, mir das zu mau ist, ist dieser hier, dachte man doch schon, ja, fällt ein bisschen so aus dem Rahmen unter den nicht so hochprozentigen Whiskys. Ja, die Farbe, ne? Zuckercouleur, kann man nicht viel zu sagen. Auf jeden Fall sehr dunkel, wenn man davon mal ausgeht. Ja, und Bushmills hat eine sehr bewegte Geschichte. Da müsst ihr mal selber nachlesen. Also viel, ja, im 18. Jahrhundert in den Händen von Schmugglern gewesen. Dann wurde das Brennen oft verboten oder extrem hoch besteuert, dass man schon wieder die Destillerie schließen musste. Ja, aufgrund dessen hat man dann natürlich wieder viel schwarz gebrannt und immer wieder, bis dann 1798 wohl das Ganze in Irland legalisiert wurde. Ja, und man sagt auch wohl, die älteste Brennerei war und hier und da, aber die Zahlen sprechen ja immer nicht, sind nicht immer ganz klar. Sie geben 1608 an, legal erst 1784. Ja, aber egal. Hauptsache, wir haben ihn. So. Mich würde es interessieren, wenn dann mal vielleicht so 46, 48 Volumenprozent hätte, wie dann die Aromen rüberkommen würden. Das wäre mal wirklich ganz spannend bei ihm. Ich verstehe nicht, warum sie ihn mit 40 abfüllen. Ich hätte ihm wirklich ein paar mehr gegeben, weil es ist so schon sehr schön intensiv, aber noch so diesen gewissen Kick bräuchte er erst. Also viel Sherry, verdammt viel Süße. Schokolade. Vanille.
Honig. Und nach einer gewissen Zeit, wenn man ihn so auch so ein bisschen stehen lässt und öfters dran riecht, dann kommt wunderschön der Portwein durch. Und eine sanfte, milde Nase. Aber nicht so einfach zu riechen, würde ich jetzt mal sagen. Ist schon ein bisschen komplexer, aber schön voll. War immer Hammerstoff, habe ich immer sehr gerne getrunken. Vielleicht wisst ihr das, ob der eingestellt wurde oder was da mit den Fässern ist oder keine Ahnung. Oder liefern die nicht mehr nach Deutschland? Ich habe da wirklich nichts herausbekommen. Vor einigen Monaten schrieb jemand auf der Whisky.de-Gruppe, dass er wohl eine Info hätte, aber ich habe das schon wieder vergessen. Wenn ihr da was habt, würde mich selbst mal wirklich interessieren. So, genug Sherry. Das Launche. Ölig, weich, dunkel, schwer, Nüsse, Marzipan, Schokolade, Kakao, Zartbitterkeit. Nimmt schön den Mund ein, relativ wenig Speichelfluss, so mittellang, sanft, ölig im Abgang, aber schwer. Richtig angenehm. Ja, mittellang bis lang. Der Mund ist ja noch richtig schön da und wärmt so ganz leicht. So ein richtig schöner, dezenter, schwerer Whisky. Vielleicht auch Frauenwhisky, würde ich sagen. Da kann man ruhig mal eine Dame anbieten. Also ja, trocken während. Schön. Übelste Nüsse und Marzipan. So ein bisschen Banane kommt. Tatsächlich. Ein rundes, öliges, samtiges, seidiges, sahniges, schöner Whisky. Der eckt auch nicht, ne? Weiches Zeug. Ja, aber war ja klar, ich kenne ihn ja schon. Kaufen, wenn ihr ihn irgendwo seht, kaufen. Super Teil. Könnt ihr gerne mit eurer Freundin trinken. Wenn die kein Whisky mag, vielleicht wird sie diesen hier mögen. Ja, abonniert meinen Kanal, würde mich freuen. Und wie gesagt, wenn ihr da irgendwie Infos habt zu Bushmills, was mit der Abfüllung los ist, bitte einmal unten reinschreiben, würde mich freuen, interessiert mich sehr. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.